So, FC Geld gegen FC noch mehr Geld. Hä? Und wer ist jetzt wer? Ja, ich komm, keine Ahnung. Ihr habt beide viel Geld, okay? Okay, okay. Aber wir noch ein bisschen mehr. Bitte? Naja, City, ich sehe keinen Messi in eurem Kader. Ja, vielleicht kein Messi, aber... Mhm. Und auch keinen Mbappé. Mbappé, den braucht man nicht. Wir haben Hund von Neymar. Da fange ich gar nicht erst an. Junge, Paris, halt's Maul! Wir haben auch teure Spieler. Ach ja? Wen denn? Jack Grealish zum Beispiel, im Sommer für 120 Millionen Euro geholt. Jack Grealish? Ja, ganz genau. Weird Flex, aber okay, Bro. Schnauze, Paris. Außerdem schießt Geld keine Tore. Was? Naja, ihr habt doch selber für euren Kader mehr als 1 Milliarde ausgegeben, City. Das stimmt, aber... Nee, nix aber. Nach der Logik würdet ihr ja auch keine Tore schießen. Aber nee, ich bleib dabei. Geld schießt keine Tore. Doch, klar, tut es. Oder Kilian? Ja. Nee. Aber wie? Ja, der Kilian, der hat so viel gekostet, der traut sich gar nicht zu treffen. Was? Aber wir sind doch die bessere Mannschaft. Tja, Fußball ist ein Ergebnissport. Alles andere zählt nicht. Ach, dann müssen uns jetzt eben die Fans unterstützen. Ja, ich weiß ja selber, wir haben keine Fans. Zufrieden? Ja. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht hören. Wer bleibt ungeschlagen? Wir! PSG! Nicht, wenn Raheem the Dream was dagegen hat, Sportsfreund. Raheem the Dream? Pff, träum weiter. Ich glaube eher, für euch hat sich's ausgeträumt, Paris. Schnauze, City, wir haben immer noch Messi. Und wir haben Jesus. Jesus? Den Erlöser? Genau. Und der erlöst uns jetzt. Richtig? Richtig, City. Ich bin Jesus! Ja, PSG. Qualität gewinnt. Also schießt Geld am Ende doch Tore, City, was? Naja, ja, kann man vielleicht so sagen. Boah, wie ich euch beide hasse, Digga.